Wir sagen euch an, eine heilige Zeit, machet dem Herrn die Wege bereit. Freut euch, ihr Menschen, freut euch sehr, schon ist nahe der Herr. Der Herr, das Christkindlein, das alle Jahre wieder im Stall von Bethlehem in der Krippe liegen wird, dann können alle Menschen wieder ganz, ganz freudig Weihnachten feiern. Und ich sehe auf diesem Bild, ach, im Schnee ist es herrlich. So viel kann ich gar nicht mein Kissen schütteln, dass es dann so viel schneit, dass ihr vielleicht sogar einen Schneemann bauen könnt. Aber wer weiß, wer weiß, wer weiß, welche Schneewolken uns noch dabei helfen. Seht nur. Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude. Es ist für uns eine Zeit angekommen, die bringt uns eine große Freude. Über schneebedecktem Feld wandern wir durch die weite weiße Welt. Da ist sogar ein Schneemann zu sehen. Schneemann, rolle, rolle, hast aus weißer Wolle einen dicken Mantel an. Kohlen sind als Knöpfe dran. Schneemann, schau nicht trübe, krieg's ne rote Rübe zwischen deine Äugelein. Soll ein lustig Näslein sein. So etwas, oh, daran haben die Menschen, groß und klein, immer wieder so viel Freude gehabt. Ach, ich wünsche euch, dass es auch wieder einmal so schneit, dass Schneemann bauen, Schneeballschlachten, Rodeln, dass alles, alles wieder dazugehört. Aber jetzt, am dritten Tag in unserem Adventkalender muss ich natürlich auch das dritte Bild zeigen. Mal sehen. Ah, ja, schaut. Die Engel haben sich große Mühe gegeben. Schaut nur. Ganz zart sind die Feen. Ja, da knackt es schon ein bisschen. Schauen. Aha. Ja. Zarte Engelfeen, seht nur. Und ich muss euch auch erzählen, es sind doch immer Engel, die diese 24 Bilder aufhängen. Die haben sich so viel Mühe gemacht, haben geguckt, dass alle Säcke ganz gerade hängen und dass kein Sack am Haken hängen bleibt. Das finde ich ganz, ganz besonders lieb und nett von Ihnen. Und wisst ihr, das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Wisst ihr, diese Bilder haben vor vielen, vielen Jahren die Kinder der städtischen Kindergärten gemalt. Und die sind immer noch schön und strahlen und zeigen uns Geschichten. Und heute, ihr Lieben, seht nur, süßer die Glocken, die klingen, als zu der Weihnachtszeit. Es ist, als ob Engelein singen, wieder von Frieden und Freude. Wie sie gesungen in seliger Nacht, wie sie gesungen in seliger Nacht. Glocken mit heiligem Klang klingen die Erde entlang. Oh, Glocken, Glockentöne, auch die erinnern die Menschen, dass es bald Weihnachten ist, ihr lieben Menschenkinder. Heute am dritten Tag können wir uns davon erzählen und können uns freuen. Josef Guggenhaus hat auch einmal von Glocken geschrieben oder von einer großen. Ja, so geht es nämlich im Süden, im Alpenland zu. Euch nur im Dezember. Im Dezember, wenn es schneit, dann hocken die Häslein im Busch.
und schauen hinaus. Und rings um den Busch, das ist ihr Haus, fallen die großen weißen Flocken. Im Dezember, wenn die Flocken fallen, dann jubelt jedes Herz, denn bald, bald wird über Stadt und Dorf und Wald Vollmacht die Weihnachtsglocke schallen. Ah, ja, also am dritten Tag von uns die Weihnachtsglocke etwas sagen. Und eine kleine Geschichte, wieder eine klitzekleine Geschichte, auch eine Geschichte für den Nikolaus vielleicht. Horcht einmal, auch das ist in Bayern geschehen. Mhm. Und da erzählt jemand, aber horcht einmal, 14 Tage vor Weihnachten, oh, vor langer Zeit, wagten meine Eltern mit mir und meinen zwei jüngeren Geschwistern die Flucht in die Freiheit. Die Freiheit war für uns ein kleines romantisches Städtchen in Bayern. Oh, wie schön. Über die Angst und Strapazen, die wir vorher hatten, will ich nicht weiter berichten. Wir kamen in ein verschneites, weihnachtlich geschmücktes Örtchen. Für uns Kinder ein Traum wie im Märchen. Was wir in Hülle und Fülle zu sehen bekamen, konnten wir kaum verkraften. Stundenlang liefen wir durch die Straße und drückten uns an den Schaufensterscheiben die Nasen platt. Ja, so war es früher. Hilfsbereite, nette, fremde Leute gaben uns eine kleine Stube, ein paar Kohlen und das Nötigste zum Leben. Es war Nächstenliebe, wie ich sie mit meinen 17 Jahren noch nie erlebt hatte. Trotz aller Freude über unsere gelungene Flucht, über unsere gewonnene Freiheit und über unsere Unterkunft merkte ich, dass meine Mutter nach ein paar Tagen immer stiller und trauriger wurde. Zuerst begriff ich gar nicht, was der Grund war, weil mich all das Neue zu sehr gefangen nahm. Eines Abends erfuhr ich ihm den Grund, als ich meine Mutti bei meinem Vater ausweinte. Es war für sie so furchtbar, das Paradies vor Augen zu haben, aber für ihre Kinder viel mehr.